Also wir sprechen über die Grammatikübersetzungsmethode und im zweiten Teil präsentiere ich zwei Texte einfach aus einem Buch, aus einem Lehrbuch, das nach der Grammatikübersetzungsmethode konzipiert ist und werde ganz kurz über diese Texte sprechen. Also den ersten Text habe ich hier. Ich lese jetzt einfach den Text vor. Der Text heißt An der Küste und wird den Schülern einfach für Übersetzung gegeben. Also als Hilfeübersetzung steht hier, weil der Text auf Englisch ist, das ist für Englisch. Als Fremdsprache für Deutsch, für Schüler, für die die deutsche Sprache Muttersprache ist. Und das steht einfach als Hilfeübersetzung. Ich zeige auch einfach den englischen Text, das ist hier. Im Text steht so: Wir verbringen unsere Ferien manchmal auf dem Land, aber ich verbringe sie lieber an der See. Dieses Jahr war das Wetter großartig. Wir hatten jeden Tag Sonne, außer am ersten Sonntagmorgen. Aber das machte nichts, da wir zur Kirche gingen. Die See war sehr warm und wir badeten oft dreimal am Tag und ich lernte endlich schwimmen. Vater brachte es mir bei. Darauf war ich sehr stolz. Nach dem Baden spielten wir normalerweise alle möglichen Arten von Spielen auf dem Sand und lagen einfach in der Sonne. Wir wurden alle sehr braun, außer Mutter, die die Sonne nicht mag. Manchmal machten wir Ausflüge am Strand entlang und fanden überall seltsame Fische und Pflanzen. Einmal wurden wir von der See abgeschnitten und mussten zu den Felsen hinaufklettern und mindestens 2 oder 3 Stunden warten. Glücklicherweise war Mutter nicht bei uns, nicht mit uns und wusste nichts über die Gefahr, bis wir zurück waren. Es hätte für uns leicht sehr gefährlich sein können, wenn wir den Kopf verloren hätten. Also, wir können jetzt einfach die Sätze nochmal angehen. Wir verbringen unsere Ferien manchmal auf dem Land. Das ist Dativ, also Präposition auf im Dativ. Aber ich verbringe sie lieber an der See. Die See, an der See, auch Dativ. Dieses Jahr war das Wetter großartig. Wir hatten jeden Tag Sonne. Außer am ersten Sonntagmorgen. Am ersten Sonntagmorgen auch Dativ. Präposition an plus Dativ. Da wir zur Kirche gingen, also zu der Kirche gingen, also zu plus Dativ. Die See war sehr warm und wir badeten oft dreimal am Tag. Also so können wir jeden Satz ausführlich angehen und werden sehen, dass in jedem Satz der Lehrbuchautor einfach Präpositionen im Dativ angegeben hat. Was ist das Ziel dabei? Also das Ziel des Lehrbuchautoren ist das, dass er einfach den Schülern Präpositionen im Dativ erklärt. Also es geht nicht um Inhalt. Also dem Lehrbuchautor und beziehungsweise dem Lehrer ist es egal, was für Inhalt hier im Text steht. Wichtig ist, dass er einfach Präpositionen erklärt. Der Text wird als Übersetzungsübung gegeben und die Kinder werden so mechanisch den Text übersetzen auf Wort- und Satzebene. Ich habe hier noch im Buch noch einen Text. Der Text ist aus von Adalbert von Chamisso, Peter Schlemihl. Und ist ein Auszug einfach aus diesem Werk. Ich lese jetzt den Text vor. Er steckte die Hand in die Tasche und zog einen ziemlich großen Beutel aus starkem Leder an 2 kräftigen ledernen Schnüren heraus und händigte ihn mir ein. Ich griff hinein und zog 10 Goldstücke heraus und wieder 10 und wieder 10 und wieder 10. Ich hielt ihm schnell die Hand hin, abgemacht. Für den Beutel haben Sie meinen Schatten. Er nahm meine Hand, kniete dann sogleich vor mir nieder und mir einer bewunderswürdigen Geschicklichkeit sah ich ihn, meinen Schatten, vom Kopf bis zu meinen Füßen leise
von dem Grase lösen, aufheben, zusammenrollen und falten und zuletzt in die Tasche stecken. Er stand auf, verbeugte sich vor mir und zog sich nach dem Rosenbüsche zurück. Mir war, als hörte ich ihn da leise für sich lachen. Ich aber hielt den Beutel bei den Schnuren fest. Rund um mich her war die Erde sonnenhell und ich wusste noch nicht, was ich getan hatte. Also wie Sie sehen, es gibt auch hier einfach einige Grammatikregeln angegeben. Das ist ein authentischer Text, also jedes klassische Text ist authentisch, weil er nicht für Lernzwecke geschrieben, konzipiert wurde. Also der Autor hat den Text nicht deswegen geschrieben, dass irgendein Lehrer den nimmt und im Unterricht einsetzt. Also der ist einfach so geschrieben. Deswegen gehören die klassischen Werke auch zu authentischen Texten. Also dieser Text, dieser Auszug ist auch also mit dem Zweck einfach als irgendwelche grammatische Erscheinungen und nämliche Akkusativobjekte, also direktes Objekt und Präpositionen im Dativ, ich denke Akkusativ steht auch, also im Dativ angegeben. Und als Aufgabe ist hier, ich zeige einfach den Text, als Aufgabe ist hier Frage-Antwort-Übung gegeben, also und dann als Übersetzung. Danach kommt im Lehrbuch noch ein Diktat, also Diktate gehören denn auch zur Grammatikübersetzungsmethode, ist typischer Übungstyp bei der Grammatikübersetzungsmethode und wird dann im Unterricht sehr oft eingesetzt. Okay, jetzt kommt für Sie eine Hausaufgabe, wieder über Grammatikübersetzungsmethode. Aufgabe Nummer 1, fassen Sie noch einmal zusammen, was Sie über Grammatikübersetzungsmethode wissen. Einzel zur Stellung der Grammatik und die Repräsentation, zu den Übungstypen, zum Aufbau der Lektionen bzw. Unterrichtserfahrung, zur Progression, also das habe ich zwar hier nicht geschrieben, aber wir werden demnächst auch über die Progression sprechen. Und die zweite Aufgabe, haben Sie selbst Unterrichtserfahrung mit der Grammatikübersetzungsmethode, ob Sie irgendwann mal nach GYM unterrichtet wurden oder ob Sie vielleicht in Zukunft als Deutschlehrerin nach Grammatikübersetzungsmethode arbeiten würden. Natürlich begründen Sie auch Ihre Meinung. Welche Vorteile bietet Ihre Meinung nach dieser Lehrmethode? Welche Nachteile könnte man finden? Also Vorteile und Nachteile bei der Grammatikübersetzungsmethode. Und damit machen wir dann Schluss mit dieser Methode und werden nur demnächst mit anderen Methoden vergleichen, Gemeinsamkeiten ziehen, Unterschiede, über Unterschiede sprechen und so weiter und so fort.